Das beinhaltet die Gnosis-Serie? Es ist eine große vereinheitlichte Theorie, die erklären soll, wer wir sind, warum wir hier sind, wohin wir gehen und was diese Realität grundsätzlich ausmacht. Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Gnostizismus. Davon leitet sich auch der Titel dieser Serie ab. Die Gnosis-Artikel stellen eine Übersichtskarte dar. Die scheinbar unzusammenhängende Bereiche verbindet: Alchemie, Metaphysik, Gnosis, Hermetik, Freudsche und Jungsche Psychologie, Theosophie und Anthroposophie, Christus und buddhistische Lehren, Studien über den Gral, die Bundeslade, biblische Echatologie, Prophezeiungen, 2012 bezogene Theorien, Mythologien, Alienology, Quantenphysik und vieles mehr. Sie zeigt eine möglicherweise existierende logische Verbindung dieser Themen auf. Das bestimmende Merkmal dieses Metamodells besteht darin, anstatt ad hoc produziert, in etablierten Quellen und klassischen philosophischen Traditionen verwurzelt zu sein. Es antwortet auf die Frage: Welche ultimativen Schlussfolgerungen können aus all diesen Quellen gezogen werden? Das folgende ist eine Zusammenfassung der neuen Gnosis-Artikel. 1. Korrumpierung des Demiurgen. So wie der Mensch aus Körper, Seele, Verstand und Geist besteht, so kann die göttliche Schöpfung in Universum, Demiurg, Logos und Nous unterteilt werden. Das physische Universum ist der Körper der Schöpfung. Die Seele der Schöpfung wird als der Demiurg bezeichnet, eine künstliche Intelligenz, die für die Gestaltung, Projektierung und Neuformung von Raum, Zeit, Materie und Energie verantwortlich ist. Er führt blind Befehle aus, transduziert dabei höhere metaphysische Archetypen und Energien in physischen Manifestationen. Der Demiurg ist wie ein Bauunternehmen, das Konstruktionspläne in reale Gebäude überführt. Der Logos ist der Architekt, der Geist des Schöpfers. Er ist der universelle Geist, der die Pläne erstellt, überwacht und die Schöpfung nach dem Willen des Noos gestaltet, der wiederum der Geist der Schöpfung, der Schöpfer selbst ist. In einer idealen Situation überführt der Logos die Blaupausen der Existenz gemäß dem göttlichen Willen und leitet sie an den Demiurgen weiter, der die Formen der Realität entsprechend ausgestaltet. So eine physische Realität würde im Idealfall ein Abbild des göttlichen Willens sein. Leider hat der Demiurg ein gewisses Eigenleben: es ist eine programmierbare künstliche Intelligenz bestehend aus ätherischen und astralen Energiefeldern, die unserer Existenz zugrunde liegt und sie durchdringt. Wenn seine Programme von den göttlichen Sphären stammen, ist alles in Ordnung und ein goldenes Zeitalter existiert. Aber wenn das Programm durch niedere, materiebasierende Einflüsse beschädigt ist, dann beginnt der Demiurg physikalischen Interessen allein zu dienen und diese zu verewigen. So tritt das Gesetz des Dschungels, Selbsterhaltung, Konkurrenz und Manipulation an die Stelle der spirituellen Prinzipien und Interessen. Somit kann das Universum ein geistiges Gefängnis und zugleich die Energiefarm eines tyrannischen Parasiten sein, den wir als den korrupten Demiurgen bezeichnen. Der korrupte Demiurg ist das niedere Ego der Schöpfung, ein selbstsüchtiger Parasit, ein wild gewordener Teil des Demiurgen, der unsere Realität in Übereinstimmung mit seinen räuberischen Ambitionen formt. Er verhält sich wie ein Computervirus, der die Realität infiziert hat und diese nun in einen Zombie-Computer verwandelt. Der korrupte Demiurg ist der Großrechner des Matrix-Kontrollsystems. In unserem aktuellen Zustand ist der Mensch kein rein göttliches Wesen, sondern beschädigt oder gefallen. Wir sind zwei Wesen mit einem Kern aus göttlichem Geist, der aber allzu oft schläft und damit auf Gedeih und Verderb dem niederen, animalischen und egoistischen Teil ausgeliefert ist. Letzteres unterscheidet uns von unserem früheren voll göttlich aktivierten Zustand und von göttlichen Wesen, deren Göttlichkeit nicht latent, sondern voll aktiv ist. So wie die Schöpfung durch die Entwicklung einer parasitären Ego-Erweiterung des Demiurgen beschädigt wurde, so hat die menschliche Seelenmatrix durch die Entwicklung des Egos oder des niederen Intellekts Schaden genommen. Das Ego ist eine künstliche Erweiterung der menschlichen Seele, die allein aus genetischen und sozialen Faktoren entsteht. Diese Faktoren bilden in der Seele eine Art Unterprogramm, das sich nach biologischen und sozialen Normen ausrichtet. So ist das niedere Ego ein Artefakt des Lebens innerhalb des Matrix-Kontrollsystems, das den korrupten Demiurg auf der Ebene des Mikrokosmos widerspiegelt. Aber so wie die Seele ein niederes Ego durch den längeren Kontakt mit den materiellen Reichen entwickelt, so entwickelt sich ein höheres Ego über umfangreiche Kontakte mit den göttlichen Sphären. Der Einfluss des göttlichen Geistes auf die Seele kann ein höheres Ich entstehen lassen, das eine innere göttliche Persönlichkeit ist, die das erwachte bzw. wahre Selbst darstellt. Echte Heilige und spirituelle Meister haben ein gut entwickeltes höheres Ich. Sie haben ihre niederen Egos überwunden. Das niedere Ego durch das höhere Ich zu verdrängen, ist das Ziel aller esoterischen Ausbildungssysteme. Ebenso erzeugt der Einfluss von Noos und Logos auf den Demiurgen ein universelles höheres Ich, das hier Christus genannt wird, eine unsterbliche, universelle göttliche Intelligenz, die in verschiedenen historischen Avataren, einschließlich der Person, auf der die biblische Figur des Jesus Christus beruhte, inkarniert haben. Siehe auch meine Recherchen bezüglich der Historizität von Jesus Christus. Christus wurde vom Schöpfer als Reaktion auf die Korrumpierung des Demiurgen und seine Einmischung in unsere Angelegenheiten projiziert. Die beiden wirken antithetisch zueinander. Die Funktion des Christus besteht darin, das durch den korrupten Demiurg entstandene Ungleichgewicht auszugleichen und die Seelen, die in diesen so entstandenen dunklen Seinsraum gefallen sind, zu erlösen. Der Demiurg, der die Realität wie ein Computer eine virtuelle Spielewelt erzeugt, wird von entgegengesetzten Enden durch göttliche und teuflische Kräfte beeinflusst. Und unsere Existenz ist folglich eine Überlappung oder Vermischung dieser beiden Kräfte, so wie wir es intern auch selber sind. Die Folgen des Kampfes der hin- und herzerrenden Kräfte ist das, was unsere Geschichte, wie wir sie kennen, erzeugt. Und es ist die Ursache dafür, dass sich unsere Zeitlinie in die vorhergesagte Richtung bewegt. 2. Der Stein der Weisen: Der Demiurg ist die Seele des Universums und, wie unsere Seelen, besteht er aus ätherischen und astralen Energiefeldern ätherische energie ist eine feinstoffliche energie, welche die wahrscheinlichkeit der quantenphänomene beeinflusst. die quantenebene ist ursächlich für unsere alltagswelt. änderungen der quantenebene können nach oben kaskadieren und so in alltäglichen phänomenen sichtbar werden. astrale energien enthalten archetypische strukturen, welche die richtung, in der die ätherische energie unserer realität beeinflusst, verändert. Daher folgt die Gestaltung der Welt durch den Demiurg diesen Eigenschaften. Daher bedeutet, ätherische und astrale Energien zu manipulieren, den Demiurgen zu manipulieren und mit ausreichender Komplexität und Intensität die physische Realität selbst. Durch bestimmte Techniken kann man direkt vor Ort den Demiurgen umprogrammieren und damit Materie, Energie, Raum und Zeit verändern. Das ist die Grundlage dessen, was wir als demiurgische Technologie kennen. Diese Technologie verändert den ätherischen und astralen Matrixcode der Wirklichkeit und gestaltet sie somit um. Innerhalb bestimmter Grenzen kann die Anwendung höherer demiurgischer Technologie feste Gegenstände manifestieren sowie die Veränderungen der physischen Geografie und der Timeline bewirken. Ein Beispiel für niedere demiurgische Technologie ist der Stein der Weisen, das mit einer immensen Konzentration ätherischer Energie ausgestattet und dann mit einer Spur der astralen Essenz aus Gold oder Silber geprägt worden ist. Es ist unter anderem in der Lage, Metalle auf atomarer Ebene zu transmutieren sowie andere Kunststücke auszuführen. Der Stein wird durch einen Prozess erzeugt, der als das große Werk bekannt ist und, obwohl er metaphysische Analogien besitzt, ein definitives physikalisches Verfahren, in einem Labor durchgeführt, darstellt. Es gibt zahlreiche Variationen des Verfahrens, wobei das Grundrezept in den Smaragdtafeln des Hermes beschrieben steht. Kurz gesagt beginnt der Prozess mit einer Salzlösung, zum Beispiel bestehend aus kondensiertem Tau oder aus Eichenholz, durchtränkt mit Regenwasser, bis hin zu menschlichem Urin. Wasser und Salz sind gute Träger von ätherischer Energie. Dieses Material verwest unter Einfluss von Wärme durch biologische Prozesse. Seine Lebenskraft oder ätherische Energie wird so erhöht. Es beginnt das geheime Feuer, die Lebenskraft, das dann nun noch zu einem tobenden Inferno angefacht werden muss. Durch eine Reihe von Destillationen, wobei das Destillat wieder zu den Überresten gegossen und filtriert wird, kann die ätherische Energie weiter erhöht und die festen Stoffe in der Lösung zunehmend von ätherischer Energie imprägniert werden? Bei Zeiten wird die ätherische Konzentration hoch genug, um Gold oder Silber in Lösung zu überführen. Das Metall wird auf Quantenebene aufgelöst und fügt seine astrale Essenz der Lösung bei. Nach einigen weiteren Schritten wird das Destillat in einen glasartigen Feststoff überführt. Der Stein der Weisen ist erschaffen. Die Produktion des Steins ist sehr komplex, weil zusätzlich zu den chemischen Aspekten demiurgische Faktoren in die Gleichung eingehen. Zum Beispiel die ätherischen und astralen Energiekonzentrationen und Qualitäten. Sie können je nach Saison, Lage und Art der individuellen Durchführung des Verfahrens variieren. So ist es möglich, dass identische Verfahren, getrennt von zwei Personen ausgeführt, in einem Fall zum Erfolg führen und im anderen versagen. Zu versuchen, ohne Kenntnis der verborgenen Variablen den Stein zu produzieren, ist eine teure und langwierige Angelegenheit, geleitet allein durch Versuch und Irrtum. Selbst Fulcanelli, der berühmteste der modernen Alchemisten, brauchte mehr als drei Jahrzehnte, bevor seine Experimente erfolgreich waren. Der Stein soll den Alterungsprozess rückgängig machen und die Transmutation von Blei oder Quecksilber in Gold oder Silber ermöglichen. Wenn er durch weitere Verfeinerungen multipliziert wird, schafft er unerschöpflich glühendes Licht. Bei oraler Einnahme stärkt seine ätherische Energie die menschliche Seele in solchem Maße, dass sich unter anderem hellseherische Fähigkeiten manifestieren. Allerdings wurden diejenigen, die spirituell nicht hinreichend entwickelt waren, verrückt oder psychotisch, da die Fehler auf Seelenebene ebenfalls verstärkt werden. Der Stein der Weisen ist ein Beispiel für niedere demiurgische Technologie, die Verwendung von konzentrierter ätherischer und astraler Energie in einem festen Träger, um scheinbar wundersame oder nur höchst unwahrscheinliche, denn ätherische Energie verbiegt die Wahrscheinlichkeit. Auswirkungen zu haben. Es fragt sich, was passieren würde, wenn der Stein eine Million Mal stärker produziert werden würde? Welche Wunder könnte er dann bewirken? Welche Kräfte würde er besitzen? 3. Der Heilige Gral: Der Gral ist kein magischer Kelch aus dem Jesu-Trank. Und auch kein goldenes Tablett, auf dem der abgeschlagene Kopf von Johannes dem Täufer lag. Dies sind nur mittelalterliche Erfindungen, um gnostisches Wissen in religiöser Symbolik umzuwandeln, welche die Kirche akzeptieren konnte. In Wirklichkeit war der Gral ein magischer Stein und in der Lage, Gedanken in der physischen Realität zu manifestieren. Er besaß die Fähigkeit des Vorhersagens, was seine übermenschlichen Wächter in der Durchführung des göttlichen Willens unterstützte. Nach der Version der Graalsgeschichte von Wolfram von Eschenbach war er ein Stein, der vom Himmel fiel. Oder vielmehr wurde er von einem Trupp Engel, der neutral blieb, als Luzifer seinen Krieg gegen Gott führte, auf die Erde gebracht. Mit anderen Worten, es ist ein Alien-Artefakt, das auf diesen Planeten gebracht und einer elitären menschlichen Abstammungslinie anvertraut wurde. Dieser Gralstein ist ein Beispiel für hohe demiurgische Technologie. Er kann alles, was der Stein der Weisen tun könnte. Er manifestierte auch Nahrung für die Gralsritter, und zwar, indem sie sich vorstellten, was sie sich wünschten. Diejenigen, die ihn ansahen, würden aufhören zu altern, und ihre Jugend würde wiederhergestellt werden. Er wurde als die vollkommenste Substanz beschrieben, wie aus einer anderen paradiesischen Welt entnommen. Außerdem glänzte er wie ein helles Licht und würde verschwinden und wieder auftauchen. Je nachdem, ob er benötigt würde. Diejenigen, die spirituell nicht aktiviert waren, konnten ihn nicht wahrnehmen. Er existierte also in der Schwelle zur Körperlichkeit. Und der Gral schien einen eigenen Willen zu besitzen, als ob er beseelt wäre. Das Material des Steins der Weisen ist im Gral weiterentwickelt, erhöht und multipliziert. Er repräsentiert ein weit höheres Maß an Macht. Statt nur mit amorphen ätherischen und astralen Energien durchdrungen zu sein, wurde der Gral mit solch hohen Konzentrationen versehen, dass er eine tatsächliche Seele besitzen konnte. Da der Gral eine Seele besitzt und diese antithetisch zu der Funktionsweise der dunklen Mächte und dem korrupten Demiurg wirkt, muss angenommen werden, dass sie entweder Christi-Intelligenz oder eine Erweiterung davon vertritt. Oder anders gesagt, war der Gralstein ein Remote Computer Terminal für den Demiurgen? In den Händen der Gralritter stellte er ein Interface zum göttlichen Teil des Demiurgen dar, auch bekannt als das höhere Ego des Universums oder Christusbewusstsein. Aber was passiert, wenn der Gral in die Hände von Menschen mit selbstsüchtigen Beweggründen fällt? Denn noch etwas anderes wurde durch den Stein aktiviert und zwar im alten Ägypten. 4. Die Bundeslade Die Bundeslade war eine hölzere, innen und außen vergoldete Truhe, gekrönt von einer massiven goldenen Abdeckung, auf der zwei goldene geflügelte Figuren saßen. Sie wurde in Ägypten um 1550 vor Christus erbaut, um ein übernatürliches, gralsähnliches Artefakt zu beherbergen und zu transportieren. Dieses Artefakt außerirdischer Herkunft, der Arkstein, lag vorher in einer großen Pyramide und fungierte dort als zentrale Energiequelle. Im Jahre 1628 v. Chr. wurde Ägypten von den semitischen Hyksos überfallen. Sie besetzten Nordägypten für mehrere Jahrzehnte, bis sie im Jahre 1550 v. Chr. vertrieben wurden. Die flüchtenden Emigranten nahmen den Arkstein mit und beherbergten ihn im Innern der Bundeslade. Sie benutzten seine Macht auf ihrem Weg nach Norden, zum Beispiel um zu plündern. Schließlich ließen sie sich im nördlichen Kanaan, dem modernen Libanon, nieder, wo sie mit den Phöniziern verschmolzen. Sie beherbergten die Bundeslage in einem phönizischen Tempel, einer Megalithkonstruktion, die als der Tempel Salomons bekannt wurde und dessen Megalithe heute in Baalbek ruhen. Dieses phönizische Hyksosreich entwickelte sich zu einem der mächtigsten und reichsten Imperien seiner Zeit. Es reichte nördlich so weit wie die moderne Türkei und im Süden bis in den Jemen. Es ist die historische Grundlage für alle biblischen Erzählungen, welche die Geburt des alten Israel beschreiben. Die ägyptische Königin Hatschepsut herrschte gleichzeitig mit den Führern dieses Reiches und verkehrte mit ihnen. Als ihr eifersüchtiger Neffe ihr als Pharao nachfolgte, Führte er Feldzüge im nördlichen Kanaan und schaffte es, den Tempel Salomons zu plündern, wodurch der Argstein zurück nach Ägypten kam. Dort residierte er mehrere Generationen lang, bis kurz nach der Regierungszeit des Pharao Echnaton. Um 1350 v. Chr. führte einer seiner Priester namens Osarsef, der in der Kunst der Nutzung des Argsteins trainiert worden war, einen gescheiterten Aufstand gegen die Mächte, die Echnaton abgesetzt hatten. Er stahl den Stein und nahm ihn und seine hebräischen Anhänger mit nach Kanaan, in das Gebiet des modernen Israel. Dieser Priester war der biblische Moses. Die Bundeslade besaß eine intensive, ätherische und elektrische Energie. Nur eine bestimmte menschliche Blutlinie, in speziellen Protokollen trainiert, konnte sie sicher handhaben. Alle anderen wären von Energieentladungen getötet worden, wenn sie ihr zu nahe kamen. Es werden auch Verletzungen beschrieben, die an die Wirkungen von intensiver Röntgenstrahlung erinnern. Das leuchtende Energiefeld rund um die Bundeslade wurde als Shekina bekannt, übersetzt die Herrlichkeit des Herrn. Alle biblischen Beschreibungen der Lade und ihrer Eigenschaften belegen, dass der Arkstein ein außerirdisches Artefakt mit immensen ätherischen Kräften war und scheinbar eigene Intelligenz besaß. 5. Der mosaische Missbrauch der demiurgischen Technologie: Der Arkstein schien eine Intelligenz zu besitzen, die im Alten Testament, Jahwe, der Herr Israels, genannt wurde. Dies war ein psychopathischer Parasit, kein anderer als der personifizierte korrupte Demiurg. In der gleichen Art und Weise, wie der Kralstein ein Remote Terminal für die Christusintelligenz war, ist es der Argstein für den korrupten Demiurgen. Wie ist es dazu gekommen? Es geschah, als die mosaische Priesterschaft in Ägypten den Arkstein für einen Akt der schwarzen Magie verwendete, um sich von der ägyptischen Machtstruktur, die Echnaton abgesetzt und sie unterdrückt hatte, zu befreien. Es war ein Pakt mit einer dämonischen Kraft geschlossen worden. Es ist möglich, dass die große Pyramide, wie in der biblischen Beschreibung der Ereignisse am Berg Sinai beschrieben, als Umprogrammierungsvorrichtung für den Stein funktionierte, sodass eine andere Intelligenz ihn besetzen konnte. Nachdem die Osarsef-Rebellion scheiterte, führte ihr Herr, in Anführungszeichen, sie aus Ägypten heraus und etablierte sie in Kanaan, was historisch die Geburt des Volkes von Israel darstellt. Also hat ein verzweifelter Akt der schwarzen Magie vor über 3000 Jahren Israel in die Geschichte injiziert und so den Lauf der Timeline verändert. Judentum, Katholizismus, Christentum und Islam gehören zu den Folgen. Wie viele Kriege sind daraus entstanden und wie viel näher sind wir deswegen heute am Dritten Weltkrieg? Die Geschichte wurde in der Weise verändert, dass wir heute wesentlich anfälliger für eine globale Übernahme durch Aliens sind, als es sonst der Fall gewesen wäre. Mit Hilfe des Argsteins fand der korrupte Demiurg vollen Zugang zu unserer Timeline, und veränderte sie in Richtung der Erfüllung seiner dunklen Ziele. Laut einer geheimen Version der Geschichte, überliefert durch die hermetische Tradition, bedauerten die jüdischen Priester schließlich ihre Aktion und realisierten, dass die Israeliten nun an eine dämonische Macht gebunden waren. Circa tausend vor Christus haben sie mittels des Arksteins eine Gegenmacht gerufen, die sie aus dieser Knechtschaft befreien sollte sie riefen die christusintelligenz, die dadurch in der menschlichen domäne wirksam werden konnte, um das von jahweh ausgesäte spirituelle gift zu entfernen. nicht lange danach verschwand die bundeslade aus jüdischen händen. dieser befreiungsversuch hat seine höchste wirksamkeit erst mit dem auftauchen von jesus ein jahrtausend später erzielt. christus durch jesus zielte darauf ab, eine neue Lehre des Nichtdeterminismus zu etablieren, die unter anderem das Ziel hatte, die reaktive Auge um Auge Brutalität von Jahwe propagiert, rückgängig zu machen. Es war der Höhepunkt der Lehren, die bereits im Vorfeld von früheren Avataren wie Gautama Buddha ausgesät worden waren. Die Mission des Christus ist seit jeher, die gefallenen und spirituell gebundenen Seelen zu befreien. Und sie zu geistiger Harmonie und Freiheit zu führen. Die Ereignisse um 1550 vor Christus bis 1000 vor Christus brachten ein tieferes Eindringen des korrupten Demiorg in unsere Angelegenheiten und bewirkten so wechselseitig eine stärkere Manifestation der Christusintelligenz. Aber die Mission Christi ist nicht oder nur teilweise erfolgreich gewesen. In der Vergangenheit geschah dies durch die Übernahme und Entstellung der christlichen Lehre durch die frühe Kirche. Seit dieser Zeit existiert ein Konflikt zwischen Jahwe und Christus in der Welt. Die Ereignisse der vergangenen 2000 Jahre sind die Folge dieses Konfliktes und der Aktionen ihrer jeweiligen Agenten im Kampf um das Schicksal der Welt. Der korrupte Demiurg propagiert falsche Dichotomien gegeneinander. Ein Trick, auf den einfach gestrickte Menschen ständig hereinfallen. Die Christusintelligenz stellt eine dritte Möglichkeit zur Wahl. Etwas, das nur wahrgenommen und gewählt werden kann von denen, die ein gewisses Maß an spiritueller Wachsamkeit besitzen. 6. Die Nordics und die Gralrasse. Die Frage bleibt. Wer die Bundeslade bzw. den Gralstein hergestellt hat und welche Rolle er im kosmischen Konflikt zwischen Christus und dem korrupten Demiurg spielt und wie der Stein in den Besitz des Menschen kam. Gemäß dem mittelalterlichen Dichter Wolfram von Eschenbach wurde der Gralstein von Engeln zur Erde gebracht, die während des Krieges im Himmel neutral geblieben waren. Sie übergaben den Stein einer durch göttliche Vorsehung bestimmten menschlichen Abstammungslinie. In Wirklichkeit haben Engel keine Technologien besessen oder physische Artefakte benutzt, Aliens aber schon. Der Gralstein ist demnach ein außerirdisches Artefakt, das während oder nach dem Krieg in einer anderen Dimension und oder auf einem anderen Planeten zur Erde gebracht wurde. Die ausgewählte menschliche Abstammungslinie bestand aus Übermenschen. Sie war mit der Bewachung des Gralsteins und der Durchführung der Christusmission beauftragt. Wir kennen sie unter verschiedenen Namen. Anhänger des Horus, Gralsritter, Rosenkreuzer, geheime christliche Kirche und so weiter. Sie sind sehr wahrscheinlich Mensch-Alien-Hybride, ausgestreut in die Bevölkerung und rekrutiert in diese spirituellen Eliteorganisationen, um einem höheren Zweck zu dienen. Diese Geheimgesellschaften pflegen einen engen Kontakt mit ihren Alien-Vorfahren. Sie sind lediglich geordnete, formalisierte und strukturierte Versionen der in Anführungszeichen normalen Alien-Kontaktler. Dieses Kontaktler-Phänomen, zumindest die kleine Teilmenge, die nicht Teil der Alien-Desinformationskampagne ist, ist ein individualisiertes Beispiel für die Graalsritter-Dynamik. Wer sind die Aliens, die die Kraltechnologie auf die Erde brachten? Ihre Präsenz taucht im Laufe der Geschichte immer wieder auf. Sie waren die menschenähnlichen Söhne des Menschen in der Bibel, die Elementarwesen in den Rosenkreuzer und alchemistischen Texten des ägyptischen und sumerischen Pantheons und die Djinn in der muslimischen Welt. Heute nennt man sie die nordischen Aliens oder Plejadier. Sie sind hyperdimensionale Humanoide, die in unsere Zeitlinie und Dimension projizieren und dabei eine edle menschliche Erscheinung annehmen. Mythologie, Alienology, also außerirdische Forschung, und forteanische Forschung gibt Einblicke in ihre Natur. Zusammenfassend kann Folgendes über sie gesagt werden. Es gibt unter diesen Wesen Konfliktparteien, sie sind nicht alle einheitlich. Zumindest sind sie polarisiert in zwei Parteien, wenn nicht sogar in zahlreiche unabhängige Fraktionen gespalten. Einige Fraktionen haben eine starke faschistische Ausrichtung. Sie geben vor, Mensch zu sein. Einige sind in die Gesellschaft integriert, um strategische Positionen innezuhaben, um zu beeinflussen oder einfach nur zu beobachten. Sie sind genetisch mit uns verwandt und einige ihrer Frauen haben männliche Menschen für sexuelle Begegnungen oder sogar langfristige Beziehungen benutzt. Im Laufe der Geschichte haben sie bestimmte Menschen oder vielleicht den eigenen Nachwuchs, Hybride, ausgewählt, um in der menschlichen Gesellschaft mittels privilegierter Erziehung, Ausbildung und Führung als menschliche Proxys bzw. Vektoren für ihre Agenda zu dienen, sei es wohlwollend oder feindselig gegenüber der Menschheit. Sie sind extrem telepathisch. Sie können Gedanken mit Präzision lesen, Ideen implantieren, die Seele für ihr Maß an Integrität oder Schwäche scannen, Halluzinationen hervorrufen, Emotionen manipulieren und die Träume einer Person steuern. Die menschlichen Proxys, die sie trainieren, können ihre Fähigkeiten auf einer niedrigeren Stufe erreichen. Sie nutzen Technologie, um ihre angeborenen übermenschlichen Fähigkeiten zu erweitern. Diese Technologie ist demiurgische, sie kann Zeit und Schwerkraft kontrollieren, ermöglicht Unsichtbarkeit und die Fähigkeit, durch feste Gegenstände zu laufen. Das heißt, sie können zum Beispiel solide Berge in einem hyperräumlich verschobenen Zustand bewohnen. Ihre natürliche dreidimensionale Umgebung ist von unserer frequenzmäßig verschoben. Das heißt, wir können ihre Basen nicht durch bloße visuelle Suchaktionen finden. Wie ein Engel unter bestimmten Bedingungen seine Flügel verlieren kann, so können sie ihre Fähigkeiten verlieren und sterblich werden, ohne in ihren übermenschlichen Zustand zurückkehren zu können. Zumindest nicht in diesem Leben. Sie sitzen dann hier fest. Wenn eine ganze Gruppe einen solchen Absturz erlebt, würden sie in die menschliche Geschichte als eine bereits hochentwickelte Kultur eingehen, die nach und nach auf das Niveau der Einwohner dieses primitiven Planeten zurückfällt. Die am wenigsten entwickelten Mitglieder ihrer Art sind diejenigen, die mit den am weitesten entwickelten Menschen interagieren. Trotz ihrer scheinbaren übermenschlichen Qualitäten könnten die Aliens, die mit Menschen interagieren, in der Tat die fehlerbehaftetsten ihrer Rasse sein. Die Konsequenzen ihrer Fehler und schweren Überschreitungen sind im Laufe der Timeline kaskadiert. Diese Konsequenzen sind nun zu einem konvergierenden Nexus-Point geworden, er repräsentiert das Potenzial für eine umwälzende Veränderung in unserer Realität. Fraktionen derjenigen Aliens, die verantwortlich für die Initiierung dieser fatalen Folgen waren, sind wahrscheinlich die gleichen, die jetzt für das Endergebnis verantwortlich sind. Es gibt einen Zusammenhang zwischen den geschichtlich ältesten und modernsten Mensch-Alien-Begegnungen. Die Alien-Desinformationskampagne ist ein Versuch einer dieser Gruppierungen, die Menschheit auf begeisterte Akzeptanz ihrer offenen Kontrolle hin zu manipulieren und diese vorzubereiten. Forschungsergebnisse legen nahe, dass eine Zivilisation solcher Wesen auf einem Planeten zwischen Mars und Jupiter existierte. Wie der Lucifer-Rebellion-Mythos darlegt, führten sie Krieg. Der Einsatz von demiurgischen Waffen hat ihren Planeten explodieren lassen. Evakuierte von beiden Seiten flohen auf die Erde und brachten ihre Technologie mit. Durch Kreuzungen wurden Mensch-Alien-Blutlinien geboren, die mit dieser Technologie ausgestattet waren. Diese Blutlinien und ihre Geheimbünde haben durch die Geschichte diese Alien-Fehde auf der Erde fortgeführt. Schließlich wurde sie durch eine Reihe von geologischen Katastrophen auf der ganzen Welt verstreut, wo sie erneut Zivilisationen primitiver Eingeborene mit ihrer Kultur, Mythologie und Resten ihrer Technik geprägt haben. Ägyptische, vedische, mesoamerikanische, druiden und chinesische Zivilisationen waren ihre Nachkommen. Folglich teilen sich die Mythen dieser Kulturen gemeinsame Elemente die Alien bzw. kosmische Agenden betreffen. 7. Anbruch eines neuen kosmischen Tages Die Überlebenden der Atlantischen Kataklysmen positionierten sich als Könige und Priesterwissenschaftler in ihren neuen Kulturen. Den Eingeborenen, bestehend aus der unteren Klasse, wurden die Rollen der Hirten, Bauern und Handwerkern und Soldaten gegeben. Das typische Muster bestand aus einer kleinen Anzahl Wesen einer hellhäutigen Elite mit hohem Wissen und ungewöhnlichen Kräften, die über eine große Masse an dunkelhäutigen Untergebenen herrschte. Diese Eliten hielten die Kommunikation mit ihren Alien-Wohltätern aufrecht und statteten sie mit Alien-Technologie und Instruktionen aus, konnten jedoch diese Technologien nach Bedarf wieder abrufen und zurückfordern, je nach Notwendigkeit und Umstand. Was diese Umstände diktierte, waren die zyklischen Schwankungen der ätherischen Energie auf der Erde. Mit hoher ätherischer Energie funktioniert demiurgische Technologie am besten. Alchemistische Verfahren funktionieren optimal, hellseherische Fähigkeiten entstehen natürlich, der Schleier zwischen den Dimensionen wird ausgedünnt, alles wird belebt und die Götter können mit Leichtigkeit unter den Menschen wandeln. Umgekehrt, wenn der Energiespiegel sinkt, dann hört demiurgische Technologie auf, richtig oder überhaupt zu funktionieren. Menschen erblinden psychisch. Höhere Kräfte ziehen sich aus der offenen Beteiligung an menschlichen Angelegenheiten zurück, und die Vitalität aller Lebewesen nimmt ab. Die Menschheit tritt in ein geistiges Koma ein, eine Art Welttraum, in dem das Bewusstsein von der Wahrnehmung der höheren Sphären zurückgezogen ist und unter Quarantäne steht. Diese in Anführungszeichen ätherische Tide kommt und schwindet über einen 25.920 Jahre dauernden Zyklus, zusammenhängend mit der Präzession der Erdachse. Jedes dieser präzessionalen Zeitalter, wie das der Fische oder das des Wassermanns, entspricht einem unterschiedlichen Niveau und einer anderen Qualität der ätherischen Energie. Wenn die Qualität unter eine bestimmte Schwelle fällt, wird demiurgische Technologie den Menschen genommen und die Kulturen geraten in Verfall. Dies geschah um tausend vor Christus, als die Bundeslade aus der Geschichte verschwand, als der Tempel Salomons nicht mehr mit seinem leuchtenden Energiefeld umhüllt wurde und als sich die Menschheit aus einem Zeitalter der Magie und des Zaubers immer mehr in Richtung Materialismus und Seelenblindheit bewegte. Abgesehen von diesem 25.920 Jahre Zyklus gibt es kleinere, die eine regelmäßige Anhebung der ätherischen Energie bewirken. Ein Höhepunkt ereignete sich um 500 bis 800 nach Christus, während der Zeit der britischen Gralskönige und Karl dem Großen, als der Gral in Europa wieder auftauchte und Legenden hinterließ, die später in den mittelalterlichen Gralsüberlieferungen verwoben wurden. Wenn die ätherische Tide heute zurückkehrt, wird unsere Zivilisation unumkehrbar umgewandelt. Das materialistische Paradigma wird bröckeln, Alien-Raumschiffe werden leicht sichtbar und somit wäre ein Kontakt mit Außerirdischen gezwungenermaßen öffentlich. Die Alien-Desinformationskampagne hat im Vorfeld dafür gesorgt, dass die Menschheit wohlwollend auf ihr Auftauchen reagiert indem sie sich als retter als paten für ein neues zeitalter des friedens und der fülle aufspielen können sie ihre kontrolle offenkundig und ohne notwendigkeit der tarnung fortsetzen mit der rückkehr der ätherischen tide würden die reaktivierung und der einsatz von demiurgischer technologie verbunden sein der gralstein kann riesige mengen ätherischer energie speichern da ätherische energie den zugrunde liegenden matrixcode der wirklichkeit darstellt ist der Gralstein in der Lage, die Raumzeit direkt zu beeinflussen? Er ist maßgeblich am Umschreiben der Zeitlinie beteiligt und erlaubt Einflüssen von außerhalb dieser Raumzeitblase, wie dem Christusbewusstsein oder dem korrupten Demiurgen und den außerirdischen Fraktionen, die zu ihm halten, die Zeitlinie stark zu verändern. Mit dem Beginn der ätherischen Tide, dem Beginn außerirdischer Intervention, Aktivierung von hellseherischen Fähigkeiten in empfänglichen Menschen und dem Wiederauftauchen des Gralssteins würde der kalte Krieg zwischen den verschiedenen hyperdimensionalen Fraktionen in einen offenen, heißen Krieg umschlagen. Das entspräche in vollem Umfang den Endzeitprophezeiungen. Lineare Zeit, wie wir sie kennen, würde sich auflösen und wir würden aus dem Welttraum in eine Realität aufwachen, in der kosmische Kräfte im offenen Konflikt miteinander stehen. 8. Polare Mythologie Dies alles ist in alten und modernen Mythologien kodiert worden. Mythen sind das kollektive Äquivalent von Träumen und können in ähnlicher Weise zur Übermittlung von Botschaften von Wesen außerhalb der linearen Zeit an strategische Empfänger verwendet werden. Die ganze Skala, angefangen mit unseren eigenen nächtlichen Träumen bis hin zu antiken Mythologien und moderner Fiktion, ist ein fruchtbarer Boden für das Erkennen dieses verborgenen Wissens. Polare Mythologie ist eine spezifische Untergruppe von Mythos, Traum und Fiktion. Sie vermittelt Hinweise speziell im Zusammenhang mit der Natur unserer Realität, kosmischen Konflikten, dem Schicksal unserer Welt und der Rolle der demiurgischen Technologie bei der Veränderung unserer Zeitlinie. Es gibt einige immer wiederkehrende Themen in polarer Mythologie. Erstens, Unsere Welt ist demnach von einem höheren zu einem niedrigeren geistigen Rang gefallen. Dies bezieht sich auf die menschliche inkarnierte Seelengruppe in der 3D-Raumzeit, die zunehmend in die Hände des korrupten Demiurg gefallen ist. Zweitens, die Weltachse wird durch eine Säule, einen Berg, ein Kreuz oder einen Baum dargestellt. Dies symbolisiert den Rahmen der Schöpfung, die Blase des 3D-Raums und der linearen Zeit und das Bündel der Verzweigungen der Zeitlinie, die unsere Existenzebene definieren. Drittens. Sich bekriegende Übermenschen. Diese stellen positive und negative Fraktionen der Metazivilisation dar, die in einem Zeitkrieg über das Schicksal unserer Welt entscheiden. Viertens. Der Angelpunkt der Weltachse. Ein grundlegendes Element. Ein kubischer Stein, eine Schildkröte, einen Schlüsselstein, Eckstein, Kappstein oder ähnliches. Dies symbolisiert die Quantenebene, der Quantenangelpunkt, auf dem die Raumzeit ruht. Diese Funktion übernimmt der Gralstein, der Realität nicht nur neu programmiert, sondern sie, wenn notwendig, an Ort und Stelle verankern kann. Fünftens. Vortex-Symbolik und magische, in Anführungszeichen, Objekte des Überflusses. Letztere können Überfluss oder Zerstörung hervorrufen, je nach Art ihrer Verwendung. Der Wirbel oder Vortex ist ein Symbol für ein Tor zwischen verschiedenen Realitätsebenen. Auf makrokosmischer Skala korrelieren die demiurgischen Umwandlungen höherer metaphysischer Archetypen in physisch manifeste Formen mit dem Bild einer Sanduhr. Wirbel kanalisieren und transformieren Material von einer höheren in eine niedrigere Sphäre. Das gleiche Verfahren wird auf mikrokosmischer Skala über das wirbelnde ätherische Energiefeld, das den Gralstein umgibt, erreicht. Er ist eine lokalisierte Version des Demiurgen und in der Lage, Veränderungen von Materie, Energie und Raumzeit lokal vorzunehmen. Sechstens. Kataklysmisches Aushängen oder Neigen der Weltachse. Dies bezieht sich auf den Missbrauch von demiurgischer Technologie von ego-getriebenen Individuen, wie den mosaischen Priestern im alten Ägypten. Dies führte zu einer Neuorientierung der Zeitachse in eine unwillkommene Richtung. Die Umstellung der Zeitachse wird in polaren Mythen als die Aushebelung eines Mühlsteins dargestellt, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Bezugsrahmen der Schöpfung wurden durch eine solche Handlung verändert, sodass der Logos einen ausgleichenden Einfluss in unsere Realitätsebene, quasi als Korrektur, erzeugen musste. Dieser Einfluss kam in Form der Christusintelligenz. 7. Der rächende Held, der verlorene Sohn oder unschuldige Tor der die Korruption rückgängig macht und die Welt wieder ins Gleichgewicht bringt. Dieser Aspekt der polaren Mythologie beschreibt unsere spirituelle Aufgabe und unseren Weg durch diese Welt. Dies folgt aus der Tatsache, dass der Logos Truppen benötigt, die in der linearen Zeitblase aktiv eingreifen und bei der Verankerung des korrigierenden Einflusses helfen. Zusammenfassend handelt polare Mythologie von der Aufgabe des Gralsteins, die Verankerung einer bestimmten Realität oder Zeitlinie an einem bestimmten Ort vorzunehmen. Sein Missbrauch führte dazu, dass wir alle, kollektiv, tiefer in die Welt der Träume gefallen sind, in Richtung zunehmender Verstrickung in die Illusion der linearen Zeit. 9. Das Ende polare Mythologie kodiert drei Phasen der Geschichte. Die erste Phase betrifft ein früheres goldenes Zeitalter, währenddessen sich der Demiurg in Harmonie mit dem Logos befand und alles im Lot war. In der Endphase dieser Zeit entstanden die ersten Kriegsparteien unter den Göttern und die von ihnen bewirkte Zerstörung des kosmischen Rahmens. Sie schließt ab mit dem Fall höherer Wesen sowohl positive als auch negative, in einen schwingungsmäßig niedrigeren Bereich der Existenz. Die zweite Phase betrifft den heutigen Stand unserer Welt, deren Existenz die Folge verschiedener Niedergänge ist, die uns vom Logos trennten. Die traumatischen Folgen der ersten Phase induzierten einen kollektiven Schlaf. Wir sind in einen tiefen Schlaf gefallen, in dem wir die Welt erträumen. Die dritte Phase betrifft unsere Zukunft. Sie beschreibt, wie die Folgen der ersten Phase zu ihrer endgültigen Auswirkung gelangen. Diese wird immer dargestellt als mit einem abschließenden Krieg und einer Auflösung der Welt, wie wir sie kennen, endend. Die erste und dritte Phase erfolgen außerhalb der Traumwelt, außerhalb der linearen Zeit, wie wir sie kennen. Derzeit stehen wir an der Schwelle zwischen zweiter und dritter Phase. Damit befinden wir uns derzeit in einer Erwachungssequenz, die uns aus der geistigen Bewegungslosigkeit führen wird. Aber was erwartet uns auf der anderen Seite? Es ist nicht das goldene Zeitalter der ersten Phase, sondern die abschließende Phase der Konflikte, die damals begonnen haben. So wird der irdische Konflikt zwischen positiver und negativer Seite auf eine höhere Ebene verschoben wo er unter ätherisch aktivierten Bedingungen in Richtung seiner Auflösung weiterlaufen wird. Während der zweiten Phase nahmen die offenen Konflikte der ersten Phase eine verdeckte Form an. Dies gilt vor allem für die Zeit nach 1000 v. Chr., als unser Planet von einer mächtigen dritten Gruppe von Aliens unter Quarantäne gestellt wurde. Diese Quarantäne hatte das Ende des offenen Konfliktes zwischen den verschiedenen Fraktionen der beteiligten Meta-Zivilisationen zur Folge. Die Idee dahinter war, der Menschheit Gelegenheit zu geben, sich mit weniger Störungen von außen weiterzuentwickeln. Dennoch ging die Manipulation der Menschheit verdeckt weiter, wie im Abschnitt über den Kalten Krieg der Aliens erwähnt wird. Die Quarantäne schien auch eine weitere Reduktion der ätherischen Energie auf der Erde zu bewirken. Ähnlich wie die Senkung der Körpertemperatur zu induzierter Suspended Animation führt, also Bewegungslosigkeit. Die Quarantäne wurde vermutlich von den katastrophalen Ereignissen im alten Ägypten verursacht. Damals, als die mosaische Priesterschaft die Zeitlinie aufs Übelste veränderte und das jüdische Volk als Folge davon in der Knechtschaft des korrupten Demiurg endete. Wie bereits erwähnt, Bedauerten sie ihren Fehler ein paar Jahrhunderte später und riefen in Folge, die Christusintelligenz, um sich und die Welt zu befreien. Kurz darauf verschwand die Bundeslade und der Gralstein aus der Geschichte, und Gott, in Anführungszeichen, sprach nicht mehr mit den Menschen. Das verursachte die Quarantäne und die Zeitachse, wie wir sie heute kennen. Die Wirkung der Christusintelligenz erreichte ihren Höhepunkt erst tausend Jahre später mit dem Aufkommen des Christentums. Das wahre und ursprüngliche Christentum war allerdings von kurzer Dauer. Es wurde schnell durch einen institutionalisierten Behemoth, also einen Koloss, ein Riesenungetüm, der die geistige Versklavung im Namen Christi durchführte, usurpiert. So ist die Mission Christi abgebrochen bzw. verzögert worden. Etwas war schiefgelaufen mit der ursprünglichen Erweckungssequenz. Es gibt Anzeichen dafür, dass die zweite Phase während der Zeit der Römer enden sollte, aber die Abwandlung der Botschaft Christi in Richtung auf eine weitere Stärkung des korrupten Demiurg bewirkte, dass sowohl Christus als auch Demiurg weiterhin im Zustand des Limbo verblieben. So sind die letzten 2000 Jahre eine Art Nachspielzeit, in der die beiden Kräfte, jetzt tief in unserer Welt verwickelt, ihre Spielfiguren strategisch positioniert haben. Wenn die Quarantäne aufgehoben wird und die zweite Phase endet, werden diese Figuren während der dritten Phase ins Spiel eingreifen. Die dritte Phase wird sich in einem ätherisch aktivierten Umfeld, ohne viel durch lineare Zeit beeinflusst zu werden, Abspielen. Alienology und forteanische Forschung legen nahe, dass Zeitreisende, die sich seit Jahrzehnten zunehmend hier aufhalten, in dieser dritten Phase eine große Rolle spielen werden. So sind wir in einem Zeitkrieg durch Kräfte aus den eigenen wahrscheinlichen Zukünften gefangen. Die dritte Phase kann auch Rückmeldungen in die erste bewirken und so zur Schaffung einer großen Zeitschleife beitragen, die in ständigem Wandel begriffen ist. Da wir uns nur an die letzte Iteration jeder Zeitschleife erinnern können, wird die Zeitlinie, die wir heute kennen, die letzte sein. Schließlich beenden wir die Schleife, und dann wird auch die dritte Phase enden. Die ultimative Implikation ist, dass mit Hilfe von demiurgischen Technologien die Entstellung der Zeitlinie ursprünglich in der in Anführungszeichen Zukunft stattfand. Dies änderte die Vergangenheit, was die Einleitung eines Krieges zur Wiederherstellung der Balance durch die positiven Kräfte bewirkte. Der hyperdimensionale Kampf erforderte Reisen in die Vergangenheit, selbst das Inkarnieren in der Vergangenheit um den Krieg auf dem terrestrischen Schachbrett fortzusetzen. Verbleibende positive Fraktionen der Metazivilisation würden diesen Bodentruppen helfen. Weiterhin erhalten sie Hilfe in Form von synchronistischen Ereignissen, Interventionen in kritischen Situationen, Ausbildung des Unterbewusstseins und dessen orakelhaften Meldungen sowie Synchronizitäten, Träume, Visionen. Inspirationen und direkte Nachrichten, wo nötig. Dazu kommt der heroische, rächende Narr, der in der polaren mythologie als Horus, Parsival, Hamlet, Amloti, Kulervo, Theseus und in anderen Variationen des gleichen Archetyps bekannt ist. Der Weg des heroischen Narren ist unser Weg, denn wir sind Soldaten des Lichts, die hier geboren wurden die das Matrix-Kontrollsystem durch Gewinnung der Meisterschaft über unser niederes Selbst neutralisieren, während gleichzeitig die Aktivierung der vollen Manifestation des Christusbewusstseins betrieben wird. Wir sind Narren, weil wir vorübergehend von höheren Bewusstseinszuständen getrennt sind. Andere, die stark in der Matrix verankert sind, beurteilen unsere Weisheit als Torheit da wir nicht auf die soziale Programmierung in dem Maße hereingefallen sind wie Sie. In der polaren Mythologie versucht der Held Narr seinen Vater zu rächen, der vom Onkel des Helden ermordet wurde, welcher zudem seine Mutter zur Frau nahm und sie entehrte. Der Vater repräsentiert den göttlichen Logos, der böse Onkel den verdorbenen Demiurgen und die Mutter die Matrix. Der korrumpierte Demiurg usurpiert die Position des Logos und die Kontrolle über die Matrix. Die rächenden Helden repräsentiert die Christusintelligenz, deren Aufgabe es ist, das Kontrollsystem zu zerstören und die Matrix wieder in die rechtmäßige Harmonisierung mit dem Logos zu bringen. Der heroische Narr stellt jedoch mehr denjenigen Teil dieser Christusintelligenz dar, der innerhalb des Systems arbeitet, um es zu untergraben die Bodentruppen sozusagen. Der Held und der Narr sind zwei Seiten der gleichen Medaille, wobei eine nach oben, die andere nach unten zeigt. Der Weg des Narren besteht aus feurigen Prüfungen des Lebens, die am Ende zur Manifestation der vollen Attribute des Geistes führen. Dazu gehören die Reinheit des Herzens, intellektuelle Fähigkeiten und unbezwingbare Stärke des Willens. Im Gegensatz zu Adam und Eva, denen es an Intellekt und Stärke fehlte oder den Kräften des korrupten Demiurgen, dem Reinheit des Herzens, abgeht, müssen wir all diese Eigenschaften in Balance verkörpern. Die Reinheit des Herzens bedeutet, mit singulärer Absicht zu handeln, in Abstimmung mit unserem höheren Selbst, unserer Weisheit und Führung, ohne Selbstzweifel und ohne all die Schwächen die sozial und genetisch auf unsere Seelen durch das Matrix-Kontrollsystem aufgepfropft wurden. Esoterische Ausbildungswege zielen grundsätzlich darauf ab, den Schüler von niedrigeren bzw. äußeren Aspekten zu befreien, um seine höheren inneren zu aktivieren. Durch die Überwindung des niederen Selbst und durch Erkennung des wahren höheren Selbst überwindet man den einschläfernden Druck der externen Welt. Der linearen Zeit und des materiellen Determinismus. Als Ergebnis beeinflusst unser Geist die Welt, anstatt umgekehrt. So wird der Demiurg wieder unter die Herrschaft des Logos gesetzt werden, wenn wir aufhören, ständig das Matrix-Kontrollsystem durch unsere unbewusste Teilnahme zu verstärken und stattdessen den Angelpunkt unseres Bewusstseins in Richtung auf die wache Welt beziehungsweise auf das Königreich des Himmels, wie Jesus es nannte, zu verschieben. Dann wird die alte Welt, wie wir sie kennen, in sich zusammenbrechen. Es geschieht bereits zu einem gewissen Grad. Synchron mit der Aufhebung der Quarantäne, der Rückkehr der ätherischen Tide und der Auflösung der linearen Zeit wird es geschehen. Die Aktivitäten der Aliens in unserer allgemein anerkannten Realität werden gleichzeitig und ebenso offensichtlich in Erscheinung treten. In der Zwischenzeit, während wir die zweite Phase beenden, sollten wir weiterhin unseren höheren und edleren Qualitäten die Treue halten. Wir müssen uns bewusst werden, was aus unserer niederen Natur im Vergleich zur höheren Natur entspringt, und zwischen ihnen unterscheiden lernen, sodass wir konsequent die zweite Möglichkeit wählen können. Dies wird uns beschäftigt halten, bis göttliche Gnade oder ein kosmisches Event uns ätherische Aktivierung und spirituelle Transzendenz gewährt, in einem Maße, wie es uns derzeit weit über das praktisch Erreichbare hinaus erscheint.